Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, ein neuer Mittwoch, ein neues Update. Die Story Quest geht weiter und diesmal stehen wir hier in Jarlaheim vor Lindas Haus, Wohnung, whatever. Und Alex ist auch hier und die gibt uns die neue Quest für die nächste Hauptstory. Oder andersrum. Oder, ach egal. Aha, ich muss absteigen. Okay, dann steigen wir halt ab. Was? Oh, du bist hier! Wir dachten, du wärst tot! Okay, toll. Notfalltreffen zum Suchtdruckorganisation abgesagt. Komm, dann halten wir Lindas Zimmer ein anderes Notfalltreffen ab. Was? Seht mal, wen ich gefunden habe. Dasha! Dasha! Sei Dien ei Dank! Dir geht es gut! Alex hat uns erzählt, was passiert ist. Die vierte Nachtreiterin Arisa ist also angekommen. Oder zurückgekommen. Und Dasha war so mutig, ihr hinterher zu reiten. Das Chaos hat die arme Maya voll erwischt. Sie wird doch wieder. Das hoffe ich. Sie ist nicht verletzt, nur sehr erschüttert. Thomas hat darauf bestanden, dass sie sich so lange frei nimmt, bis sie sich wieder erholt hat. Düsterer als jetzt kann die Lage wohl nicht werden. Ja. Doch, kann sie. Dago ist wieder da. Nein. Ich werde diese stachelartige Ratte ein für alle Mal auslöschen. Nicht, wenn ich ihn zuerst in die Finger kriege, meine blitzige Freundin. Wartet mal. Ich will euren Wettkampf, wer Dago ausschaltet, ja jetzt nicht verurteilen oder so, aber wir sollten da überlegt daran gehen. Die Nachtreiter haben jetzt alles, was sie brauchen, um die umgekehrte Lichtzeremonie durchzuführen und Garnok zu befreien. Du hast recht. Und damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie genau das tun. Das heißt, wir müssen in die Offensive gehen, uns ausstatten, trainieren und auf den Kampf vorbereiten. Ich sehe das wie Alex. Avalon und Evergrace sind noch dabei, die fehlenden Teile des Buches der Lichtzeremonie einzusammeln. Bis sie alle haben, können wir die Lichtzeremonie nicht durchführen. Und Fripp kann uns auch nicht helfen. Der ist zu beschäftigt, damit durch die Realität zu reisen. Oder sowas. Hey, nicht so negativ. Es gibt doch noch etwas Positives, Sonnenschein. Wir haben einander. Ja, ich weiß. Wir strengen uns nur einfach schon so lange an und erreichen nichts. Das mag so wirken, ja. Aber weißt du noch, als wir alle in Dolls Abbey standen, während Elizabeth... Du weißt schon... Fripp war verletzt, Concord noch so klein. Er hat sich angefühlt, als liege das Ende in unendlichen Weiten fern. Aber sieh uns jetzt an. Wir sind zusammen so weit gekommen. Ich wünschte, Elizabeth wäre hier, um uns anzuführen. Ich weiß. Wenn das hier wirklich das Ende sein soll, werden wir sie stolz machen. Und für das kämpfen, was richtig ist. Für die Gerechtigkeit, für Aidins Vermächtnis, für die, die wir verloren haben, für die Rache. Für eine Welt in Sicherheit. Soul Rider, bewegt euch. Dasha, wir beide treffen uns an der Druidenkuppel. Um zu trainieren. Okay. Hallo? Ah, jetzt.
Jetzt habe ich schon gedacht, ich kann nicht mehr aufsteigen. Das wäre es ja noch gewesen. Da hätte ich aber alt ausgesehen. So, Druidenkoppel. Ich habe mir da was überlegt. Nachdem wir diese Puppen begegnet sind, willst du es sehen? Ja. Tada! Ah! Ja. Sieht einer Stoffpuppe sehr ähnlich? Ja, kann man so machen. Alex, du hast schon immer ein Händchen für Schöpferische. Genial. Hast du dich von Arisa inspirieren lassen? Warte, lass mich erklären. In letzter Zeit wollte ich mich an einer neuen Kraft versuchen. Ich habe in einem Buch aus Fort Maria, das Beatrix mir aufgedrängt hat, davon gelesen. Ich nenne es Sturmruf. Ist im Prinzip ein extrem aufgeladener Blitz, der unsere Feinde vernichtet. Und woran könnte man den besser ausprobieren als an diesen freakigen Puppen? Du hältst dich von jedem Ärger fern, ja, Cloudmill? Maja, bevor du jetzt denkst, ich müsste gesund gepflegt werden, mir geht's gut. Nur ein paar Schrammen und blaue Flecken. Ich bin ehrlich gesagt hier, um mit euch abzuhängen. Passt das gerade? Kommt drauf an. Hat das nette Mädchen Leckerlis dabei? Tinky, ich habe ein Zuckerstück für dich, mein Junge. Yay. Knirsch, knirsch. Sag ihr, sie kann so lange bleiben, wie sie will. Es passt immer. Dascha und ich wollten gerade unsere Blitzkräfte trainieren. Ich habe diesen Kartoffelsack-Double von Arisas Puppen gemacht, um sie umzublitzen. Wow. Die sind gruselig. Ich verspüre das Bedürfnis, einen mit meiner Heugabel zu durchbohren. Ist was? Ich fühle mich schlecht. Ich habe euch beide zu Arisa geführt. Wenn ich nicht so naiv wäre, wäre das alles nicht passiert. Nein, ich bin nicht schuld, dass du verletzt wurdest. Ich hätte spüren müssen, dass da was nicht stimmt. Oh, Alex, du hast schon immer die Beschützerrolle übernommen und versucht, die Gefahr abzuwenden, noch ehe sie da ist. Sie hat recht. Du beschützt deine Brüder, Maya, die Soul Rider. Sogar mich. Du hast dir da eine schwere Last aufgebürdet, meine Liebe. Du kannst nicht kontrollieren, wo der Blitz einschlägt. Du musst einfach loslassen und darauf vertrauen, dass du die Dinge hinbekommst, wenn es soweit ist. Danke. Das tut so gut, das zu hören. Okay, fangen wir mit dem Training an. Bereit? Ist ganz einfach. Schleudere einfach jede Menge Sturmrufe auf die Puppen. Puppen? Ist nur eine Puppe da? Und wie mache ich das? Aha. Okay. Püppchen geht auf jeden Fall gerade in Flammen auf. Perfekt. Bereit, was umzublitzen? Ja.
Nice. Wir sehen uns bald wieder, ja? Okay. Das war jetzt alles? Das war alles? Das war alles. Okay. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob diese neue Quest irgendwie Ruf hat und ob das eine neue Fraktion ist oder nicht. Ist natürlich jetzt blöd. Wenn es eine neue wäre, wäre die hier unten. Ist aber nicht. Gut, ja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie, das war jetzt eine recht kurze Hauptstory. Ich guck mal eben ganz schnell nach, wann die nächste geplant ist, beziehungsweise ob man schon sehen kann, wann die nächste kommen soll. Gucken, Star Stable. Nächste Woche. Die Ställe bekommen ein Upgrade. Okay. Also das ist zumindest schon mal keine Story-Quest. Steht hier noch was? Nee. Ja, dann muss man natürlich erst auf die nächste Roadmap warten. Dann kann ich jetzt so viel noch nicht erzählen. Macht aber auch nichts. Wir werden wahrscheinlich sowieso hier erstmal ein bisschen Ruf haben müssen. Ich habe jetzt eben gar nicht geschnallt, was es für eine Ruffraktion war. Ist ja auch egal. Nächste Woche geht's mit was anderem weiter. Ich bin dann sehr gespannt, wann die Story-Quest weitergehen wird. Bis hier an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.